wie die davor. Professor Voltius rief mich gerade an. Er glaubt, dass er die Zeitmaschine wieder in Ordnung gebracht hat. Er macht noch eine letzte Inspektion und ist schon fast auf dem Weg zurück in den Wilden Westen. Falls der Professor Glück hat, werden wir bald ein paar Wildwest-Attraktionen neben unser normales Legoland bauen können. Ich habe einen besonderen Bereich des Parks dafür bereitgestellt. Solange wir noch auf den Wilden Westen warten müssen, kann ich dir in der Zwischenzeit zeigen, wie man eine richtig große Attraktion zusammenbaut. Das wird dir gefallen. Klick auf den Daumen, damit es losgeht. Zum Spiel. Dann legen wir mal los. Besorg dir ein paar Gärtner und pflanz 15 Blumen auf der Fläche zwischen den Hecken. Das wird ein hübscher Garten. Informationsfenster schließen. Gut. Allerdings Bau ein Stück Weg. Nee, brauche ich erstmal ein kleines Kraftwerk, denn hier blinkt es rot. Dann, ja, das wird der freigehaltene Bereich sein. Dann gehe ich mal hier hinten in die Ecke. Da stört das am wenigsten. Nehme ich doch mal an. Außerhalb deines Parks. Jetzt haben wir wieder Strom. Oder, ja, jetzt haben Eingang wir wieder Strom. Zum Seeräuberbootsverleih. Zwischen den Hecken, 15. Konnte ich da mich nicht irgendwie mal drehen? Parkeingang. Moment, ich bin gerade am Tasten durchprobieren, ob da nicht irgendwas mit drehen war. Aber im Endeffekt glaube ich eigentlich nicht, dass da irgendwie... Nee, ich konnte mich nur mit dem Pfeiltast bewegen. Eingang zum Seeräuber. Besorg dir ein paar Gärtner und pflanz 15 Blumen auf der Fläche zwischen den Hecken. Das wird ein hübscher Garten. So, gut, dann... Gewächshaus. Sag ich zwei Gärtner, ich brauche noch da einen. Bau den Eingang zum Seeräuberbootsverleih. Was blinkt denn hier? Oder was piept denn hier? Bildschirm mit Auftrag. Das sind schon mal 5 Blumen. 10 fehlen noch. Da quietscht was bei der Attraktion. Da war was. So, mache ich einfach alle. Das sind 2, 4, 6, 8. Du brauchst also 24 insgesamt. Blumen zu pflanzen. Aber nun ja. Wenn du die Mechaniker oder Gärtner nicht mehr brauchst, kannst du sie zurück in ihre Gebäude setzen. Finde alle Gärtner im Park und setz sie zurück in das Gewächshaus. Gewächshaus. So, Gärtner im Gewächshaus und Ecke. Der zweite Gärtner im Gewächshaus. Ja. Die Mechaniker reichen noch nicht. Hol dir noch mehr. Baubude. Weg. Noch mehr Mechaniker. Baubude. Ich weiß nicht, wie viel ich brauche, aber am Ende werden es wahrscheinlich so 5 sein. Mach weiter so. Gleich sind es genug. Ja, 3 Stück laufen hier mittlerweile Jetzt rum für eine Attraktion. Jetzt werden wir mal diese große Attraktion fertig bauen. Als erstes verbindest du den Weg vom Seeräuberbootsverleih mit dem Eingang. Okay, dann legen wir mal los. Wir bauen einen Weg. Hervorragend! Jetzt musst du von der einen Seite bis zur anderen Wasserbausteine einfügen. Du findest sie im Legoland-Menü, wenn du auf den Pfeil unter dem Eingang zum Seeräuberbootsverleih klickst. Okay, die kleine Meerjungfrau, das ist ein Teil des Seeräuberbootsverleihs. Darauf sitzt eine echte Lego-Meerjungfrau. Baue sie, wenn du das Wasser an den Bootsverleih angelegt hast. Informationsfenster schließt. So, das Wasser. Okay. Nach unten. So, da haben wir jetzt Erweiterung zeigen. Nach unten. Bau eine Wasserstrecke für den Seeräuberbootsverleih. Genau. Und da sehen wir jetzt hier diese Verbindung, weil hier funktioniert es ja nicht. Wäre ja blöd, Vergiss dann wäre nicht wär beide eine Ecke. Seiten des Seeräuberbootsverleihs mit Wasserbausteinen zu verbinden. Und deswegen werden die hier so gerade angezeigt. Oh, der Film kommt. Oh, das geht sogar noch. Und schon ist es wieder flöten gegangen. Ja, der Professor im Wilden Westen. Oh, oh, oh. Ja.
Legoland Nachrichten. Ahoi, Schiffsjungen. Alle furchtlosen Piraten kreuzen jetzt vor dem neu eröffneten Seeräuberbootsverleih, wo sie auf die Probe gestellt werden, ob sie echte Seebären sind. Nehmt euch in Acht vor Rotbart, dem Piraten, sonst landet ihr bestimmt für immer am Meeresgrund. Nun macht die Luken dicht, damit uns dieser Super-Piratenspaß aus vergangenen Zeiten nicht entgeht. Ja, weiter. Sicher. Gerade rief der Professor an und sagte, dass die allerersten Wildwest-Attraktionen fertig sind. Klick auf den blinkenden Western-Knopf und lass uns nachschauen, was es gibt. Parkeingang. Als letzte Aufgabe sollst du jetzt alle vorhandenen Western-Attraktionen in dem Gebiet bauen, das in einer Ecke des Parks markiert ist. Thema Wilder Westen. Ja, das Gelände haben wir schon gesehen. Hier haben wir zum Beispiel einen Apachen-Kaktus. Dies ist eine andere Sorte Kaktus, die im Western-Bereich anpflanzen kannst. Dieser Kaktus wird dazu beitragen, dass dein Park wie eine gute alte Zeit des Westens, wie in der guten alten Zeit des wilden Westens aussieht. Kaktusgruppe. Dieses Gewächs gehört zur Westernlandschaft. Der Saloon. Hierhin gehen die Cowboys, wenn sie Durst haben. Die Besucher mischen sich dort unter die Lego Cowboys. Büro des Sheriffs. Das ist der Arbeitsplatz des Sheriffs. Er verbringt Deine die meiste Aufgabe Zeit lautet, des Tages bau die im Western-Attraktionen Schaukelstuhl. In dem Gebiet, das du an den Kaktuspflanzen erkennen kannst. Ja, mache ich ja noch. Anschließend klickst du auf den Endeknopf. Oder außerhalb deines Parks. Das geht auch. Hiermit unternimmt man Tonnenkreiselbahn. Hiermit unternimmt man eine Wahnsinnsfahrt, aber es macht riesigen Spaß. Die Besucher klettern in ein Fass und werden dann herumgewirbelt. Informationsfenster schließen. Nun gut, dann fangen wir doch mal an. Wir bauen eine Kaktusgruppe. Ich pflanze einen Kaktus. Pflanz einen Apachenkaktus. Ein Büro des Sheriffs. Nach unten. Bau einen Saloon. Bau eine Tonnenkreiselbahn. Deine Aufgabe. Ja, jetzt brauchen wir noch einen Gärtner, der uns den ganzen Kram hier pflanzt. Ja, im Endeffekt könnte ich jetzt auch gehen, aber ich warte noch kurz auf den auf den Gärtner, dass der mir das hier baut. Pflanzt, besser gesagt. Beende die Spielstufe. Und damit... Nun, wie ich sehe, kannst du es mit jedem echten Direktor eines Legoland-Parks aufnehmen. Meinen Glückwunsch. Als Dankeschön für deinen unermüdlichen Einsatz hat das Legoland-Team für dich ein ganz berühmtes Miniland vorbereitet. San Francisco. Auf dem nächsten Bildschirm kannst du deine erste eigene Arbeitsstelle als Parkdirektor wählen. Wenn das Miniland markiert ist, klickst du auf den Daumen, damit es losgeht. Wenn du mit dem Wiederaufbau des Parks vorankommst, kannst du dir weitere Miniländer erarbeiten. Das klingt doch schon mal gut. Spielen. Ja, hier haben wir jetzt das erste Land. Stufe 1, San Francisco. Er liest es vor, das ist so klasse. Lehrgang. Zurück zum Startbildschirm. Oder spielen. Stufe ausgewählt. Und jetzt fangen wir an zu spielen. Es gibt immer noch jede Menge Arbeit. Aber der Professor hat versprochen, uns regelmäßig mit neuen Attraktionen zu versorgen, damit die Besucher neugierig bleiben. Er hat sogar eine neue Expedition durch die Zeit geplant. JP steht bereit, den neuen Park aufzubauen und in Ordnung zu halten. Der alte Peter schläft in seinem Gewächshaus. Vielleicht sollte ihn mal jemand aufwecken. Rosi hat sich einiges ausgedacht, wie die Besucher mit Essen und Trinken versorgt werden sollen. Außerdem hat sie tolle Ideen für neue Restaurants. Klick auf den blinkenden Pfeil, um die Seite umzublättern. Und was kommt jetzt, fragst du dich vielleicht? Du hast deine Sache bisher so gut gemacht, dass wir ab sofort regelmäßig Besuch von Herrn Achtsam bekommen werden, dem Legoland-Parkinspektor. Herr Achtsam wird deinen Park gründlich überprüfen, um sicherzustellen, dass er dem höchsten Lego-Standard entspricht. Seine Meinung erfahren wir aus einem Bericht. Am Ende des Berichts wird er uns ein paar Tipps geben, wie man den Park verbessern kann. Deine erste Aufgabe ist es, etwas Geld zu verdienen, damit wir uns den Wiederaufbau des restlichen Parks überhaupt leisten können.
Klick jetzt auf den Daumen und lass uns loslegen. Ja, für alle Leute, die über, nun ja, wie soll ich sagen, 6, 7 oder 8 sind, wissen, dass der Herr Achtsam nur achtsam heißt, weil er tatsächlich achtsam ist. Du fängst mit 2 verschiedenen Themen an. Legoland und Wilder Westen. Bau sie in verschiedenen Gebieten deines Parks. Gut. Informationsfenster schließen. Dann wollen wir doch mal. Fangen wir mit dem Legoland an. Hier haben wir ein Miniland San Francisco. Das bauen wir einfach mal direkt in die Mitte. Nach unten. Auch wenn das vielleicht ein bisschen dreist ist. Spider-Twist. Nein, erstmal bauen wir ein kleines Kraftwerk. Und das kommt ganz hier hinten in die Ecke. Mal wieder. Bau ein kleines Kraftwerk. Bau ein kleines. Und da ich weiß, dass ich noch ein bisschen mehr baue, baue ich gerade direkt ein zweites daneben. Gut, ich sage mal, wir bauen jetzt den ersten Bereich hier nach links. Das wird dann hier das Legoland und da oben wird das dann der Wilde Westen. Nach oben. Und anfangen tue ich mit. Gut. Aber der Park braucht mehr Besucher. Einmal Getränken am Anfang. Das ist ganz wichtig. Bau eine Lego-Boutique. Dann fangen wir, machen wir hier mal weiter mit einer Lego-Boutique. Und nach unten. Den Lego-Media-Laden. Nach alles unten. Mit ein bisschen Abstand, damit die Leute da sich nicht so erschlagen fühlen. Der, was war das? Bau die Weltraumstation. Und dann haben wir hier noch einen Spider-Twist. Gut, und da es so schön dazu passt, nach oben. Bauen wir jetzt auch noch ein wenig Hecke dazu, damit wir eben auch das Aussehen passend haben. Das kostet jetzt natürlich einiges. Jedes Bau Mal. In einem Gebiet ein Legoland und ja, in einem anderen Gebiet gut. Den Wilden Westen. Ich werde das noch machen. So, sehr schön. Dann gucken wir doch mal, ob wir das hier nicht noch fertig bauen können. Na? So, da brauche ich jetzt aber einen Baubude. Gärtner und auch einen Baubude. Mechaniker. So, was wir noch machen können, Pflanz wäre ein paar Blumen pflanzen. Ich wollte eigentlich nur eine pflanzen, aber die pflanze ich jetzt einfach mal. Wo bereits etwas angepflanzt wurde, kannst du nichts mehr ja, hinsetzen. Ist ja Bau gut. In einem Gebiet ein Legoland und in einem das anderen auch Gebiet klar. Den Wilden Westen. So, was haben wir denn noch? Wir haben noch die Fahrschule mit diversen Bau Sachen, aber damit mache ich nachher Bau weiter. Das Legoredo vor. Das Legoredo vor ist auch recht groß, deswegen kommt es hier hinten hin. Blöderweise steht da mehr oder weniger die Baubude im Weg. Deswegen kommt das vor hierher. Bau ein Stück Weg. Und der Weg führt einfach hier entlang. Das trennt ja das Ganze auch ganz gut. Dann bauen wir hier direkt daneben noch einen Saloon. Und wo jetzt bereits kommen etwas hier noch angepflanzt wurde, kannst du nichts mehr hinsetzen. Gut. Jetzt kommen hier noch 3, 4 Kakteen drumherum. Bau in einem Gebiet ein Legoland und in einem anderen Gebiet den Wilden Westen. Bin ich doch gerade dran. Stell ein paar Zapfsäulen für die Fahrschule auf. Ja, Fahrschule. Da fangen wir doch vielleicht gerade mal hier an. Oh, das hat sich automatisch verbunden. Die Abwechslung. Warum versuchst du nicht einmal die Kakteen im Wilden Westen anzupflanzen? Hab ich doch schon. So, Beet mit Grünpflanzen. Peter kümmert sich schon seit langem liebevoll um die Blumen für die Beete, damit sie immer schön aussehen. Busch, mit den Büschen kannst du den Park verschönern. Nächste Seite. General Store, so rum war das. Die Besucher können in den General Store hineingehen und sehen, was im Wilden Westen alles dort verkauft wurde. Nächste Seite.
Der Planwagen. Stell den Planwagen in den Wellenwesten. Dadurch werden die Besucher zufriedener. Nächste Seite. Eine Bank. Bau die Bank in den Wellenwesten, aber sorg dafür, dass der Professor